Jetzt stell mal auf, deine Mutter und dich. Die Auswahl der Repräsentanten erfolgt spontan. Jeder Teilnehmer der Gruppe, jede Teilnehmerin der Gruppe ist prinzipiell geeignet. Das Aufstellen selbst erfolgt ganz gesammelt und gibt uns bereits erste Informationen. Die Art und Weise, sozusagen der Stil des Aufstellens, manchmal auch die Bewegungswege. Wichtig ist, dass die aufstellende Person nicht irgendwelchen Ideen oder Wissensinhalten folgt, sondern sich gleichsam führen lässt, sodass das unbewusste Bild, das sie in sich trägt von dieser Beziehung, sichtbar wird, verräumlicht wird, sich konstelliert. Okay, wer ist wer von den beiden? Das bin ich. Die Stellung der Person verändert automatisch das, was sie an Informationen, zum Beispiel Gefühlsinhalten, von der repräsentierten Person empfangen. Also manchmal sind 10 Zentimeter weiter nach links versetzt bereits andere Informationsinhalte. Ich warte hier, bis die Repräsentierenden von der repräsentierten Person Informationen empfangen, die sich auf den Körper, auf die Gefühle, auf die innere Haltung, auf das Denken übertragen. Die Situation zur Mutter war als leitendes Lösungsmotiv vorgegeben. Deswegen beginne ich mit diesem Bild und entwickle von dort sukzessive die Konstellation. Was ist in der Herkunftsfamilie der Mutter passiert? Die Mutter ist offensichtlich stark belastet. Ich weiß nicht, also Großvater, Großmutter und Bruder. Was ist mit dem Großvater? Was hat er gemacht im Leben? Er war Oberlokomotivführer. Auch im Zweiten Weltkrieg? Ja. Hier wird deutlich, wie eine Sonde von mir zur Wirkung führt. Den Hinweis gibt, dass die Dynamik offensichtlich mit dem Großvater verbunden ist und dem Zweiten Weltkrieg. Was ist mit dir? Bist du blind? Nach dem Schrei kriege ich die Augen gar nicht auf und ich bin wie unter Schock. Sie aufgemacht und sah, dass ich meine Mutter nicht sehen konnte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Füße mal. Nein, nein, stehen. Ich wollte mich gleich hin. Du wirst dich gleich hin. Das sind nun abstrakte
Repräsentanten zunächst für mutmaßliche Opfer. Das ist ein Test, mit dem mutmaßliche Opfer, die es irgendwie im Zusammenhang mit dem Großvater und dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Und das Interessante ist jetzt, dass die sich im Laufe der Zeit mit immer konkreteren Rollen füllen. Da das sehr differenziert ist, nehme ich in der Regel mindestens 8 Leute. Mach die Augen auf jetzt. Mach die Augen auf. Setz dich mal hier. Ich erinnere mich, du hast gesagt, du lebst wie im Gefängnis. Ja. Unversteckt. Unversteckt.